Ja, die Geschichte. Wir haben in der Vergangenheit schon immer mit Tourenwagenrennen Namen gemacht und das hat sich dann so über die Jahre entwickelt. Ende 2018 haben wir dann so eigentlich nochmal recht große Formenschritte gemacht, wo wir dann mit dem TCR an den Start gegangen sind und mit einem Audi A8 GT4. Ja, und so hat sich das dann 2021, 2022 entwickelt. Aktuell fahren wir mit dem BMW M4, GT4, sage ich mal, als Frontfahrzeug und dann 3 V-Autos in den kleineren Klassen. Also wir gehen an den Start mit dem BMW M4 GT4. Das Besondere an uns oder unserem Team ist es Girls Only. Also nicht nur wir Fahrerinnen sind weiblich, sondern das komplette Team. Thank you.